herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem zweiten Teil im Gespräch mit Oliver Gerschitz. Ich grüße dich. Hallo, hallo Patrick, schön Servus. Wieder da zu sein. Ja, danke mir auch, dass du wieder gekommen bist. Wir wollen uns heute um das Thema des Philadelphia-Experimentes unterhalten. Hier hast du ja auch maßgebliche Arbeiten geleistet und Bücher geschrieben. Die wollen wir uns heute im Einzelnen auch dann mal anschauen, beziehungsweise natürlich auch mal an die Thematik gehen. Viele die Zuschauer, die jetzt das erste Video gesehen haben, wir hatten ein bisschen was angesprochen, auch in diesen Teilen. Lass uns einfach mal einsteigen, wo da eigentlich die Brücke zu schlagen ist, wenn man sich über das Philadelphia-Projekt unterhält. Wo steigt man denn da eigentlich am besten ein? Man steigt eigentlich am besten ein mit einem Buch, das ein gewisser Maurice Ketchum Jessup geschrieben hat, The Case for the UFO. Mhm. Das war schon in den 50er Jahren. Und darin hat er eben festgestellt, dass diese Objekte, die er da untersucht hat oder die er danach geforscht hat, Antriebe haben oder hatten, die unseren weit voraus sind. Und er hat also gefordert in diesem Buch, dass die Leute oder die Regierungen daran arbeiten sollen, diese Antriebe auch herzustellen oder zu erforschen. Und er hat auch Vorträge gehalten, hat auch dort die Leute angehalten, sie sollen an die Regierung schreiben, dass da sich etwas bewegt, und hat dann aber scheinbar einen Zuhörer gehabt, der ihm dann drei Briefe geschrieben hat. Ein gewisser Carlos Miguel Allende, alias Carl Allen, das kam dann später raus. Und dieser Mann hat ihn davor gewarnt, vor Forschungen bezüglich solcher Antriebe, denn er war bei einem entsprechenden Experiment mit einem Schiff dabei. Mhm. Er war auf dem Nachbarschiff und hat gesehen, was passiert ist und wie schlecht es den Matrosen auf dem Schiff ergangen ist. So ja. Ging es eigentlich los. Okay. Welche Jahreszahl war das ungefähr, dass man es vielleicht ein bisschen einordnen kann? Das mit Carlos Miguel Allende? Ja. Das war so, ja, in den 40er Jahren auch. Ja. Ja. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist ja, dass dieses Philadelphia-Projekt vielen sicherlich bekannt, entweder durch den Film. Es ging einfach schlichtweg um Radartechnologie. Mhm. Aber die Ursprünge oder die Hintergründe sind ja noch viel, viel, viel weiter. Ja, ja. Ja, und vielleicht fangen wir einfach auch da mal an, bevor wir dann nochmal zu dem eigentlichen Experiment kommen. Wie ist es denn eigentlich entstanden? Wie waren die Überlegungen? Woher kommt überhaupt die Annahme oder die Erforschung in dem Bereich? Zeitsprünge, Zeitreisen, ist sowas überhaupt denkbar? Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Ja, was das Thema Zeitreisen betrifft, ist es so, dass es ja schon öfter Theorien darüber gab, wie kann man Zeitreisen durchführen, mhm. wie ist es möglich, die Zeit oder das Raumzeitgefüge zu verändern. Mhm. Und es gibt eine ganz interessante Theorie, und zwar die Theorie des sogenannten Zeitrades. Mhm. Und zwar muss man sich vorstellen, ich hoffe, der Zuseher kann sich das jetzt einigermaßen vorstellen, es ist wie wenn man eine große Schallplatte hätte. Wenn man diese Schallplatte dreht, der innere Teil dreht sich natürlich viel, viel langsamer als außen. Das heißt, ja. Der Punkt A, B außen, der muss eine viel, viel weitere Strecke zurücklegen wie der Punkt A im Inneren dieser Schallplatte. Genau. Und jetzt kam die Überlegung, was passiert, wenn man theoretisch diese Schallplatte im Inneren so schnell dreht, dass sie Lichtgeschwindigkeit hätte. Mhm. Wie schnell dreht sich dann der äußere Teil dieser Schallplatte? Weil es gibt ja offiziell nichts Schnelleres als die Lichtgeschwindigkeit. Genau. Und da kommt eine andere Überlegung dazu, und zwar die Überlegung des expandierenden Universums. Das heißt, man nimmt an, unser Universum expandiert seit einem Urknall und wird aber mit der Zeit immer langsamer und langsamer, bleibt stehen und zieht sich wieder zusammen. Cool. Ja. Nur die Geschwindigkeit dieser Expansion ist die Lichtgeschwindigkeit. Jetzt ist natürlich klar, wenn diese Geschwindigkeit nach dem Urknall schneller war als heute, war auch die Lichtgeschwindigkeit vor meinetwegen 100.000 Jahren etwas schneller als die Lichtgeschwindigkeit heute. Ja. Und man nimmt eben deswegen an, jetzt wieder zurück zu dieser Theorie mit dem Zeitrad, dass eben dieser äußere Kreis, der dann schneller, also in Überlichtgeschwindigkeit rotiert, verschwindet mhm. und in dieser Zeit auftaucht, in der die Lichtgeschwindigkeit genauso hoch war. Ja. Ja. Jetzt ist es natürlich so, das ist eine Theorie und in der Praxis nicht schon aus materialtechnischen Gründen nicht durchführbar. Jedes Material würde dabei kaputt gehen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel Tachyonenfelder, die überlichtschnell sind. Das heißt, wenn man jetzt einen Körper nimmt und um diesen Körper ein Feld, ein Tachyonenfeld, ein überlichtschnelles Tachyonenfeld gibt, dann ist es schon möglich, dass dieser Körper eben mit diesem Feld in der Zeit reist. Ja.
Und witzigerweise hat Hollywood das schon mal versucht, so in die Richtung zu verfilmen, und zwar bei den Terminator-Filmen. Genau. Da war es ja auch so, dass dieser Terminator ohne Kleidung, nackt praktisch, umgeben von einem von einer Kugel von Energie, irgendeinem Feld, praktisch dann in der Zeit reist. Genau. Ja. Vielleicht mal für die Zuschauer einfach mal noch zu erklären, also in der Physik, es widerspricht auch nicht der Physik, denn die Physik sagt ja bloß, ein Teilchen kann nicht schneller reisen oder sich bewegen als Licht, Informationen sehr wohl. Ja. Und die Geschichte mit der Expansion, das ist letzten Endes auf diesen Alan Guse zurückzuführen, das ist ein amerikanischer Astrophysiker, der diese Inflationstheorie letzten Endes ja auch postuliert hat. Schon genau. Vor zig Jahren hat es dann eingestaubt, und erst später, als man mathematische Berechnungen anstellen konnte, die komplex genug waren, hat man festgestellt, man kann diese Entstehung des Universums gar nicht anders erklären. Das heißt, es spricht sehr, sehr viel eben für diese massive Expansion und damit eben halt auch der Übertritt natürlich weitaus höhere Geschwindigkeiten zu erreichen als, sagen wir mal, diese angeblichen 300.000 Meter pro Sekunde, Kilometer genau, pro Sekunde. Genau, ja. Genau. Also so ist das zu entstehen. Und deswegen kann man dann erklären, also wenn diese Radnabe sich sozusagen annähernd mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und der äußere Punkt deutlich schneller ist, dass es dann vermutlich in so einer Zeitschleife festhängt. Ja. Das heißt, der äußere Rand würde plötzlich anfangen zu verschwinden, ja. Und je schneller das Ganze läuft, verschwindet auch der Rest der Schallplatte. Könnte man also als Hyperraum bezeichnen durchaus, oder? Ja. Wäre das so, könnte man hinnehmen, ne? Genau. Was ist denn eigentlich mit dieser Erkenntnis dann gemacht worden? Das heißt also, klar, die Wissenschaftler setzen sich dann hin, überlegen, wie kriegen wir es jetzt technisch umgesetzt? Man hat es ja offensichtlich, offensichtlich auch probiert. Wie war denn der geschichtliche Ablauf dann weiter? Also offiziell, ich bin ja der Meinung, dass es anders gelaufen ist, aber offiziell war es ja so, dass Einstein damals schon an dieser einheitlichen Feldtheorie gearbeitet hat. Mhm. Und es heißt, er hätte sie im Geheimen tatsächlich fertiggestellt, hat aber gesehen, welche Gefahr das für die Menschheit birgt, und sie dann praktisch unter den Tisch fallen lassen, beziehungsweise nur an bestimmte Personen weitergegeben. Diese einheitliche Feldtheorie spielt da schon auch eine Rolle. Und den Arbeiten von Nikola Tesla, der ja auch bekannt ist, gerade was freie Energie betrifft und so. Weil Nikola Tesla war ja der Leiter des Philadelphia-Experiments bis Anfang 1943 und hat dann das Ganze boykottiert und ist dann aus dem Projekt ausgeschieden, nachdem er bemerkt hat oder gemerkt hat, dass das für die Mannschaft des Schiffes nicht einfach werden würde, vorsichtig ausgedrückt. Und sein Nachfolger, ein gewisser von Neumann, der hat also darüber hinweggesehen und hat also das Projekt dann durchgeführt. Das wurde am 12. August 1943 durchgeführt im Militärhafen von Philadelphia. Genau. Lass uns ruhig da auch weiter einsteigen und zu gucken, wie ist das Experiment abgelaufen? Was hat man eigentlich, also viele wissen es eben vielleicht auch durch den Film, es ging also darum, um neue Radartechnik letzten Endes zu entwickeln, die Schiffe unsichtbar zu machen. Das ist die offizielle Beschreibung dazu. Genau. Nun weißt du noch ein paar Sachen mehr. Also offiziell heißt es auch heute noch, das Experiment war dazu da, ein Schiff fürs Radar unsichtbar zu machen. Ja. Mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern. Es wurden also Generatoren auf dem Schiff angebracht und es wurden sehr, sehr starke elektromagnetische Felder produziert. Aber man wusste, oder die Leiter dieses Experiments wussten damals schon, dass es eigentlich um etwas anderes geht. Mhm. Ne? Und das Projekt ist damals so abgelaufen, vielleicht, dass man das mal ein bisschen jetzt bringt, dass man die Mannschaft eben daraufhin geschult hat, dass also es keine große Geschichte wird, sondern dass es nur um die Radarunsichtbarkeit geht. Und das Schiff, die Generatoren wurden angeworfen und das Schiff dann nach einiger Zeit plötzlich umgeben war von grünem Nebel, ja, was schon äußerst seltsam ist. Zu dem grünen Nebel kann ich später noch was sagen. Und nach kurzer Zeit dann das Schiff plötzlich nicht mehr zu sehen war. Also nicht fürs Radar unsichtbar war, sondern das Schiff überhaupt nicht mehr zu sehen war. Man sah bloß noch einen Abdruck im Wasser und der verschwand auch plötzlich. Das heißt, das Schiff war plötzlich ganz weg.
Interessanterweise hat man zur selben Zeit in Norfolk, das ist einige hundert Kilometer entfernt, das ist nämlich der Heimathafen dieses Schiffes, der USS Eldridge, gesehen, wie plötzlich das Schiff aufgetaucht ist für kurze Zeit und wieder verschwunden ist. Also es gibt oder gab Augenzeugen, die gesehen haben, dass das Schiff plötzlich im Heimathafen zu sehen war und plötzlich wieder verschwunden ist. Und nach einer gewissen Zeit ist das Schiff wieder aufgetaucht im Militärhafen von Philadelphia und der Großteil der Mannschaft war entweder tot, waren molekular im Schiff verbacken. Das heißt, die Molekularsubstanz des Körpers hat sich mit den Molekülen des Stahls verbunden. Also die Leute haben zum Teil noch gelebt, sind lebend im Stahl gesteckt. Andere haben begonnen zu fluktuieren. Also sie wurden einmal leicht weggebeamt, würde ich sagen. Dann waren sie wieder voll da. Andere wurden wahnsinnig nach dieser Erfahrung und einige haben einfach gefehlt. Einige waren plötzlich verschwunden und man hat nie wieder was von ihnen gehört. Und meines Wissens, es gibt ja wie gesagt diesen Film, der sehr relativ genau zeigt, wie das Ganze abgelaufen ist. Meines Erachtens waren es nicht zwei, die da über Bord gesprungen sind, wie in dem Film, sondern mindestens vier. Wenn man weiß, wer auch den Film letzten Endes produziert hat oder auf welches Drängen dieser Film produziert worden ist, sage ich mal, wenn man sich damit beschäftigt, der kriegt dann auch mit, okay, welche Leute da dahinter gesteckt haben. Allein dieser Film, das ist schon eine eigene Geschichte, ne? Ja. Weil die Informationen für diesen Film lagen bei der Produktionsgesellschaft, das war EMI Thorn, schon seit 1903 vor. Das heißt, diese Geschichte lag schon vor, bevor das Experiment 1943 stattgefunden hat. Ja. Gut, das ist relativ gut zu erklären, wenn man ja weiß, dass Tesla weit vorher schon solche Experimente gemacht hat, sich mit freier Energie beschäftigt hat und natürlich da auch viele Einblicke bekommen hat, was man auch mit solchen Energiemengen dann natürlich dann auch anstellen kann. Denn letzteren, das sagt ja auch Einstein, es fehlt letztendlich nur an genug Energie, ja, um zum Beispiel Einstein-Rosenbrücke zum Beispiel zu installieren. Mhm. Es fehlt nur die Energie. Wenn man aber weiß über Tesla, okay, es gibt freie Energie unerschöpflich, dann sind solche Methoden natürlich auf einmal auch wieder möglich. Oder zumindest macht es Sinn, darüber nachzuforschen. Aber meinen Informationen nach wurde diese Philadelphia-Geschichte 1903 hinterlegt von jemand, der vom Nachfolgeprojekt, da reden wir anders mal drüber, von dem Montag-Projekt kam und dort wurden Zeitreisen ja gesteuert durchgeführt und denen diese Information gebracht hat. Mhm. Das nur noch zu dieser Geschichte. Es gibt oder gab ein Foto, das hat gezeigt den jungen Alistair Crowley, dann zwei Camerons von dieser Produktionsgesellschaft und einen Mann, der beteiligt war bei dem Nachfolgeprojekt. Der hat genauso ausgesehen wie in den 90er Jahren und es war ein Foto aus dem Jahre 1903. Ja. Also. Wobei da tauchen immer wieder auch kuriose Bilder auch im Internet auf, angeblich von Zeitreisen. Es ist ganz sinnvoll, auch dann in der späteren Sendung sich einmal mal mit diesem Phänomen dann übers Montauk zum Beispiel dann nochmal zu unterhalten. Aber lass uns mal bei dem Philadelphia-Experiment bleiben. Nun ist es wurde gemacht. Was ist denn eigentlich nun passiert? Wo ist das Schiff hin? Reden wir nun von einer echten Zeitreise bei dem Schiff? Ist es nun ein Dimensionssprung gewesen? Wo geht die Reise dahin im wahrsten Sinne? Das Schiff war im Hyperraum. So anders kann man es nicht bezeichnen. Das Schiff war im Hyperraum, nur das Schiff kam ja zurück. Mhm. Nur diese Matrosen, die über Bord gesprungen sind, sind in diesem Nachfolgeprojekt gelandet. Es gab eine Rückkopplung zwischen dem Projekt 1943 und dem Nachfolgeprojekt. Das war dann 1983. Ja. Und das Schiff, wie gesagt, das kam wieder zurück, aber diese Matrosen wurden ins Montag-Projekt geworfen. Und wie gesagt, das ist eine eigene Geschichte, machen wir eine eigene Sendung darüber. Man muss wissen, das hat auch Al Bielek, einer dieser Matrosen, ganz genau beschrieben. Die haben damals schon festgestellt, wenn man ein Schiff von der Rotation um die fünfte Achse, beziehungsweise die zweite Zeitachse, da muss ich jetzt dann ein bisschen was dazu sagen, um 60 Grad dreht, ja, dann verschwindet es, ist noch da, aber man sieht es nicht mehr. Mhm. Und wenn man es um 90 Grad dreht, ist man in einer Paralleldimension. Also phasenverschoben. Ja, genau. Also es kann sein, wie gesagt, ein Hyperraum oder es existiert
an diesem Ort eine Paralleldimension, dann taucht das Schiff dort auf. Mhm. Ja. Und El Bilek, ein sehr, sehr wichtiger Mann, der da eben beteiligt war, der hat eben gesagt, man hat schon in den 20er Jahren, also in den 1920er Jahren herausgefunden, in Princeton, da gibt es dieses Institut für fortgeschrittene Technik, Princeton Institute for Advanced Studies, dass die fünfte Dimension eine zweite Zeitdimension ist. Es ist etwas kompliziert zu beschreiben, aber man kennt ja die ersten drei Dimensionen, Breite, Höhe, Tiefe. Ja? Die vierte Dimension nach deren Theorie ist eben die Zeit. Ohne Zeit würde nichts existieren. Ja. Ja? Und sie haben eben festgestellt, dass es eine zweite Zeitdimension gibt, die um die erste Zeitdimension rotiert. Mhm. Also praktisch die, sie nennen es den Spinner, der also praktisch das Ganze zum Rotieren bringt. Das heißt, unser Universum dreht sich quasi wie ein Schraubenzieher-mäßig oder so ein Schraubenschlüssel. Korkenzieher, genau, durch das Universum. Ja. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, wie man bei dieser zweiten Zeitdimension die Veränderung gestaltet. 60%, 90%, 90 Grad. Ja. 60 Grad, 90 Grad. Und es ist etwas kompliziert. Es gibt auch im Internet ein Video zu sehen, da hat Al Bilek vor der Tesla Society gesprochen in den USA, wo er das genau erklärt. Also würde ich jedem raten, sich das mal anzuschauen. Okay. Was ja immer wieder erstaunt, und das wird sicherlich auch den Zuschauern oder vielen von denen gehen, wir leben heute fast 100 Jahre später, wo diese Theorien auftauchten, wo es Experimente dazu gab, erste Überlegungen sicherlich schon noch ein bisschen weiter früher. Und man muss sich einfach fragen, wieso wird das einfach schlichtweg immer wieder unterdrückt? Wir könnten offensichtlich mit Technologien arbeiten, die sich heute manch einer gar nicht vorstellen könnte. Wie kannst du dir das erklären? Weil bestimmte Mächte nicht wollen, dass wir das wissen. Mhm. Ja? Ich habe ja vorhin gesagt, das war der Beginn des Philadelphia-Experiments, das war die offizielle, wenn man überhaupt davon reden kann, Erklärung dazu. Aber meiner Meinung nach gibt es ja eine ganz andere, dass das Philadelphia-Experiment ganz bewusst gestartet wurde von einer Macht, die nicht von hier stammt. Lass uns ruhig da einfach ein bisschen weitermachen, weil es ging um die Hintergründe jetzt auch. Ja. Ja, weil das Offizielle, ganz ehrlich, das kann man sich nachlesen. Wie gesagt, du hast auch gesagt, der Film ist recht anschaulich. Ja. Auch ich habe mir im Zuge der Vorbereitung natürlich nochmal angesehen. Und auch die Bücher, es ist naheliegend, was da passiert ist. Aber wenn man die Hintergründe verstehen möchte, was eigentlich für welche Mächte zum Beispiel da noch im Spiel sind, welche Wesen vielleicht sogar, genau darum geht es ja auch bei der Sendung heute. Lass uns da ruhig ein bisschen tiefer reingehen. Genau, man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass es Zeugen gab, die gesagt haben, dass drei Tage bevor das Philadelphia-Experiment am 12. August 1943 durchgeführt wurde, dass man drei Tage vorher schon drei unbekannte Flugobjekte über dieser USS Eldridge, über diesem Schiff gesehen hat. Mhm. Und angeblich ist bei dieser Vorgehensweise am 12. August, bei dem Experiment selbst, eines dieser unbekannten Flugobjekte mit in den Hyperraum gezogen worden. Mhm. Ja? Das ist also schon ein bisschen sehr fortschrittlich, das Ganze. Aber das muss man wissen. Also das Ganze wurde irgendwie auch überwacht und eventuell gesteuert von einer Macht, die nicht von hier stammt. Dazu gibt es eine interessante Geschichte von einem UFO-Fall von 1975 in Ontario, in Kanada, wo ein Farmer fast einen Außerirdischen mit dem Auto über den Haufen gefahren hätte. Und zwar hat er ein seltsames Objekt gesehen, ist dann rausgefahren mit dem Auto und hat dann plötzlich über den Zaun springend ein kleines Wesen gesehen in einem silbernen Anzug, das er fast über den Haufen gefahren hätte, wenn das Wesen dann nicht weggesprungen wäre. Und er hat das Ganze gemeldet, auch dem Militär gemeldet, und nach ein paar Wochen kamen plötzlich hochrangige US-Militärs und auch Militärs der kanadischen Streitkräfte zu ihm und haben ihm gesagt, danke für die Meldung, aber Sie können sich beruhigen, also es ist alles in Ordnung. Wir kennen diese Art von Lebewesen, diese Art von Wesen, weil wir mit denen zusammenarbeiten seit einem Experiment aus dem Jahre 1943. Mhm. Das heißt, meiner Meinung nach war das eben das Philadelphia-Experiment und damals kam es zum ersten richtigen Kontakt
zu diesem. Es geht also, wenn ich dich auf gut Deutsch verstehe, es geht darum, also durch diese Manipulation, durch diese Felder hat man offensichtlich auch sowas wie ein Tor, einen Zugang zu dieser Dimension offensichtlich für andere Wesen auch sozusagen geschaffen. Ist das richtig? Genau. Man hat ein Raumzeitloch gerissen. Genau. Ja. Wie kann man das jetzt verstehen? War das Zufall? War das geplant? Wusste man das vorher schon genau? Wollte man das vielleicht sogar erzeugen? Wie ist denn deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, dass das geplant war, weil das Philadelphia-Experiment war nicht das erste Experiment. Mhm. 20 Jahre vorher gab es ein Experiment in Deutschland, in Bayern, das meiner Meinung nach eben erst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass die anderen Experimente danach überhaupt passieren konnten oder durchgeführt wurden. Das geht zurück zu einer Geheimgesellschaft in Deutschland, die Frill-Gesellschaft, die versucht hat, mit medialen Damen, mit medialen Frauen Kontakt herzustellen. Damals hieß es zu den alten Ahnen aus dem Weltraum oder aus dem Universum, wie auch immer. Mhm. Und die haben dann tatsächlich was aufgefangen, eine Nachricht aufgefangen, und denen wurde ein Bauplan durchgegeben. Mhm. Ja. Dem einen oder anderen wird es jetzt bekannt vorkommen. Es gab diesen Film Contact mit Jodie Foster. Genau. Nach dem Buch von Carl Sagan. Und da war es ja ähnlich, wenn man sich da erinnern kann, ja. Da war es ja ähnlich, dass eben über große Radioteleskope da eine Nachricht empfangen wurde, die wurde dann entschlüsselt, und das war auch ein Bauplan. Mhm. Es waren keine Medien, sondern eben Radioteleskope, und da wurde eine Maschine gebaut, und mit der man dann Kontakt aufnehmen hat können oder nicht können. Der Film lässt ja das ein bisschen offen. Gut, man weiß ja, dass Hollywood ganz selten uneigennützig solche Themen verbreitet. Genau. Insofern, okay, kann man sich was dabei denken. Genau, und damals war es eben ähnlich, nur dass es diese Medien waren, die diese Bauanleitung bekommen haben von den sogenannten Ahnen, die sich ausgegeben haben als stammend vom Aldebaran, was sie aber nicht sind, so kann ich das gleich mal sagen. Und diese Bauanleitung wurde dann in die Tat umgesetzt, in diese sogenannte Jenseitsflugmaschine. Mhm. Ja. Es waren also drei sehr, sehr große Scheiben, sage ich mal, aus Metall mit mehreren Metern Durchmessern, die praktisch gegenläufig gelaufen sind. Ja. Das Ganze wurde in der Nähe von München aufgebaut, in einer großen Scheune. Und dann, laut den Anweisungen der Ahnen von außen, am 12. August 1923 gestartet. Und man hat tatsächlich Erfolg gehabt, man hat tatsächlich einen Kontakt hergestellt, aber in Wirklichkeit hat man nichts anderes getan, als eine Tür nach draußen geöffnet für jemand, der hier nicht hergehört. Genau. Und wenn die mal hier sind, die Büchse der Pandora war dann geöffnet. Es ist im Prinzip so zu erklären, dass auch diese Wesen dem freien Willen unterlegen sind, beziehungsweise dem nicht gegenüber feindselig dastehen dürfen. Also es muss immer letztendlich eine freiwillige Tatsache sein. Genau. Und daher dann eben halt diese Übermittlung. Es geht in diese Richtung, dass man dann einfach freiwillig die Tür aufmacht. Ja, man lässt sozusagen den. Es war eine Falle, eine List. Genau, genau. Wie sind die dann damit umgegangen? Ja, die sind damals sehr euphorisch damit umgegangen, weil sie ja noch immer gedacht haben, sie haben jetzt Kontakt mit den Urvätern, mit den Urahnen. Mhm. Und man hat die auch in dem Glauben gelassen. Mhm. Nur, als die einmal herinnen waren in unserer Raumzeitdimension, haben die begonnen, hier Veränderungen durchzuführen. Sowohl Veränderungen in unserer Vergangenheit, als auch Veränderungen bezüglich der Vorbereitung des Philadelphia-Experiments. Ja. Ja? Und die haben auch Gespräche geführt, nicht nur mit Deutschland damals, sondern hatten Kontakte mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg, sondern hatten auch gleichzeitig Kontakte mit den USA. Mhm. Ja, Teile und Herrsche. Beide Parteien werden in Anspruch genommen. Und es gab eine sehr enge Verbindung zwischen den kriegsführenden Parteien Deutschland und USA während der Vorbereitung und während des Philadelphia-Experiments. Mhm. Sehr viele Wissenschaftler, die beim Philadelphia-Experiment mitgewirkt haben, wie John von Neumann zum Beispiel, waren Deutsche. Mhm. Ja. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass einer der vier, die über Bord sprangen, der heute Stuart Sverdlov heißt, sich erinnern kann, dass er damals als deutscher Offizier Johannes von Gruber an Bord der Eldritch war, mitten im Zweiten Weltkrieg. Wie kann das sein? Ja? Also es gab damals schon Verbindungen, dieses Projekt durchzuführen, und es war auch irgendwie Deutschland mit
beteiligt. Ja. Beziehungsweise die Geheimgesellschaften hinter Deutschland. Ich würde es mal so sagen. Es ist ja auch letzten Endes logisch, wenn man mal überlegt, in den Wirren des Krieges, zumindest das, was die Bevölkerung aushalten muss, Hunger, Tod, Elend und alles, was dazugehört. Und dann werden auf der anderen Seite werden solche Experimente genau während solcher Zeit gemacht. Dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, das ist ein super Ablenkungsmechanismus. Ja? Mal unabhängig davon, ob es jetzt ein Grund für einen Krieg war oder nicht. Aber es passiert ja ganz offensichtlich, oder es ist passiert. Das heißt also, die Zusammenarbeiten der Logen, Geheimlogen, Geheimbünde oder was auch immer, wie man das nennen mag, die war schon immer gegeben. Ja? Ja. Und unabhängig, ob jetzt offizielle Kriegserklärung ausgesprochen wurde oder nicht. Mhm. Ja? Wie ging es denn um die Gruppe, sage ich mal, der deutschen Wissenschaftler zum Beispiel weiter? Ich weiß, dass in dem Fall ging die Entwicklung ja auch gerade dann zu Flugscheiben und solche Geschichten. Das hat ja alles damit letzten Endes zu tun. Es ging ja auch dann da weiter, ne? Ja, natürlich. Und es gab dieses Unternehmen Paperclip, Operation Paperclip, wo auch nach dem Krieg deutsche Wissenschaftler in die USA überführt wurden. Und zum Beispiel der Vater dieser beiden Cameron-Brüder, die über Bord sprangen, ja, der Vater von denen war eben Marine-Geheimdienstoffizier, der auch in der Paperclip-Operation später zu tun hatte. Mhm. Ja. Und es gab überhaupt, sehr interessant, es gab einen Mann mit dem Namen Hamill, der auch vom Marine-Geheimdienst war, der auch mit Philadelphia Montauk zu tun hatte. Mhm. Dessen Sohn kennt man heute sehr gut, Mark Hamill, Krieg der Sterne. Krieg der Sterne, Und später in sehr vielen Zeitreiseserien auch, und Filme vor allen Dingen zu sehen war. Ja. Genau. Es gibt auch ein Gerücht, ich kann das nicht belegen, es gibt ein Gerücht, dass der eigentliche Produzent hinter dem Philadelphia-Experiment-Film Mark Hamill sein soll. Mhm. Ja, in Kombination vor allen Dingen mit Aleister Crowley, der es mitfinanziert hat. Ja. Ja, das steht zwar nicht im Abspann, muss man auch mal einfach wissen, aber wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man das letzten Endes auch irgendwann mal raus. Ja. Das heißt, es gab also ein großes Bestreben, diesen Film zu machen, genauso wie er ist. Ja, es gibt ein paar Sachen, die drin im Film sind, die sind jetzt klar, die sind dazu gedichtet, aber die grundsätzlichen Sachen stimmen. Interessanterweise ist es aber so gewesen, dass in den USA der Film unerwünscht war. Das heißt, als er in die Kinos kam, wurden die Kinobesitzer aufgefordert, den Film wieder abzusetzen. Ja. Es gab dann ein zweites Schreiben, ein bisschen eindringlicher, und damals war dann der Film nur noch per Video zu sehen in den USA, ist aber dann später eben nicht mehr zu verdecken gewesen und ist auch heute durch die verschiedenen öffentlichen Sender oder kommerziellen Sender auch im deutschen Fernsehen immer wieder gezeigt worden. Kommt immer mal wieder, ja. Das ist immer wieder ein gern gesehenes Thema offensichtlich. Ist auch, wenn ich das noch sagen darf, ist auch so, dass man natürlich, wenn es um ein Thema wie Philadelphia geht, immer sagt, ach ja, das war ein Film, ja, das kann man... Du schaust zu viel Fernsehen, genau, heißt es dann immer, ja. Ja, ja, klar, irgendwann hat man das erkannt, dass die Leute natürlich sich auch damit wieder negativ beeinflussen lassen und gerade die aufklären, dann wieder denunziert werden können darüber. Richtig. Ja, das ist, aber wie gesagt, diese Machenschaften, da haben wir, glaube ich, auch schon in einem anderen Gespräch mal, das ist ja bekannt, dass man gucken muss sich ja nur die Hollywood-Filme der letzten 15 Jahre mal anschauen und die aktuelle Entwicklung heute betrachten. Vieles von dem, was damals erzählt wurde, ist heute real und wird genauso gemacht. Da gibt es überhaupt keine Zweifel mehr. Aber wenn natürlich 2015 wieder ein neuer Blockbuster rauskommt, dann kommt dann keiner auf die Idee, dass in 20 Jahren das tatsächlich vielleicht real wird. Ja, und es ist auch so mit den Dokumentationen. Es gibt zum Philadelphia-Experiment, das möchte ich jetzt auch nochmal loswerden, sehr viele Dokumentationen, wo die Leute am Anfang schon mit bestimmten Informationen konfrontiert werden, die sie nachdenklich werden lassen. Aber am Schluss heißt es dann immer, aus dem oder dem Grund kann das gar nicht gewesen sein. Und so wird es immer aufgebaut. Das heißt, es wird eine wahre Begebenheit gebracht. Mhm. Am Schluss gibt es, ich sage es mal knallhart, eine Lüge. Ja? Mhm. Und die Leute sagen, war interessant. Also die Leute wurden bis zuletzt gehalten als Zuseher. Aber es ist ja nichts dran. Ja, das bleibt dann im Gehirn. Ich kann das als Philadelphia gab es vor einer Zeit, ich weiß nicht, auf welchem Sender, das war eine Dokumentation, wo sehr gut beschrieben wurde, was passiert ist, auch der Tod von dem Jessup und dass das also kein Selbstmord war. Und am Schluss hat es geheißen, ja, aber im Oktober 1943 war die USS Eldridge ja gar nicht in Philadelphia, sondern war da oder da. Mhm. Das kann schon sein, nur es war nicht im Oktober.
Das war am 12. August. August, genau. Und es wird immer wieder gesagt, das war im Oktober, das wurde einmal in die Welt gesetzt, Oktober. Und jeder, der natürlich nicht den Einblick hat oder das, sich dafür so interessiert, ja. Denkt dann, ja okay, wenn das im Oktober war und die USS Eldridge war da auf irgendeiner Insel und nicht in Philadelphia, dann kann ja das Ganze nicht gewesen sein. Ja. Ja, und so wird es verdreht, so macht man das. Es ist heute auch in jeder Dokumentation, sage ich mal, jetzt wenn es zum Beispiel um Nahrungsmittel geht, Giftstoffe in Nahrungsmitteln und so weiter, es wird oft viel Gutes darüber berichtet, was drin ist und dann zum Schluss kommt, wie gesagt, immer die Keule, ist aber alles nicht so schlimm. Ja, ja genau. Das ist dieser Mechanismus, den muss man ja bloß beobachten, dann kommt man auch irgendwann dahinter. Ja, ja. Wo sind die Reise letzten Endes? Wir haben heute, dieses Thema ist ja nun schon eigentlich gar nicht, es ist nichts Neues, worüber wir uns unterhalten. Die Bücher sind teilweise 20 Jahre alt und älter. Wir wollen natürlich versuchen, genau mit dieser Sendung auch das wieder ein bisschen weit ein Stück weit ins Bewusstsein zu bringen, dass dann noch ganz andere Sachen ablaufen. Wie steht es dann heute darum? Du hast ja nun gerade auch über deinen Verlag zum Beispiel ja auch vielleicht einen Einblick. Interessieren sich die Leute noch dafür? Oder ist es völlig ins Bodenlose verschwunden? Ich bekomme immer wieder Anfragen und Nachfragen. Ja. Ich habe damals dieses Buch Verschlusssache Philadelphia Experiment geschrieben. 2003, 2004 ist es erschienen. Mhm. Und es gab zwei Auflagen, also die gingen weg. Gar kein Problem. Es wird auch, glaube ich, jetzt zu etwas höheren Preisen Gebrauch gehandelt. Mhm. Aber ich bin auch im Überlegen, das in nächster Zeit zu überarbeiten und zu aktualisieren, erweitern, vielleicht dann nochmal im eigenen Verlag rauszubringen, muss ich mal schauen, wie es zeitlich ausgeht, aber das Interesse ist da, weil meiner Meinung nach ist das Ganze letztendlich der Grund oder die Wurzeln dieser ganzen Sachen, die danach gekommen sind, was auch UFOs betrifft und so weiter, hat zu tun mit dieser Jenseitsflugmaschine und dem Philadelphia-Experiment. Mhm. Ja? Und das haben viele Leute, die das Buch gelesen haben, schon auch im Gefühl gehabt, dass da einfach mehr dahinter ist. Steckt mehr dahinter, ja. Dass es ein Thema ist, das auch, wo sich auch nicht sehr viele Autoren dran trauen, ja. Weil es einfach zu heftig ist. Es gab vor, jetzt bezüglich des Nachfolgeprojekts, des Montag-Projekts, gab es ein Dokumentationsteam, die wollten da mal über Montag eine Dokumentation machen und sind dann sofort abgereist, weil sie total zu Tode erschrocken waren, als sie gemerkt haben, dass das tatsächlich passiert ist. Ja. Die haben alles abgebrochen und haben das natürlich nicht gedreht. Ja. Ich meine, wenn man sich das mal anschaut, im Normalfall denkt man ja über Zeitreisen, Zeitsprünge, ja, über 40 Jahre hinweg, wenn das Experiment 43 war und 83 landen sie bei Montauk, ja. Ja. Nachweislich, also es gibt genug Zeugenaussagen dazu, dass da zwei Typen waren, die überhaupt nicht in die Zeit reingepasst haben, weder von ihrem Sprachgebrauch noch von ihren Klamotten. Ja. Das ist ja belegt. Und dennoch wird über sowas natürlich öffentlich überhaupt gar nicht nachgedacht. Das ist ja auch genau der Grund, warum ich mich immer wieder frage, dieses Wissen ist uralt, es wird nicht angewendet, es versinkt immer wieder im Geheimen. Ja, es sind immer nur wenige Menschen, die sich dann auch damit mal auseinandersetzen, tiefer hinterher schauen. Da gibt es ja, wie gesagt, noch mehrere Zusammenhänge, kommen wir vielleicht entweder jetzt oder beim Montauk später nochmal drauf. Da ist ja auch dieser Biorhythmus der Erde mit dabei. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Was die wenigsten eben wissen, ist, dass die Erde einen eigenen Biorhythmus hat. Mhm. Ja? Und der Höhepunkt alle 20 Jahre liegt am 12., 13. August 1923. 43, 63, 83, 2003, 2023 wäre der nächste. Mhm. Ja. Es gibt zwar noch so ein kleines Zwischenhoch alle 10 Jahre, aber dieser Höhepunkt ist, wie gesagt, immer am 12., 13. August in diesen Jahren. Ja. Mir stellt sich ja die Frage dann, durch Anzapfen dieses Rhythmuses in Kombination mit diesen Kraftfeldern eben halt möglich, genau, dass diese Punkte eigentlich miteinander verknüpft sind. Die haben genau gewusst, als sie jetzt bei der Jenseitsflugmaschine diese Bauanleitung durchgegeben haben, haben die genau gewusst, warum sie auch das Datum genau durchgeben, wann das passieren muss. Der 12. August 1923. Mhm. Ja, weil es eben wieder der Höhepunkt des Erdbiorhythmuses war. Natürlich wussten die bei der Friel-Gesellschaft das nicht. Mhm. Ja, aber die Macht, die dahinter stand, wusste das. Ja. Ja. Und wie gesagt, dann 20 Jahre später, auch wieder 12. August, war Philadelphia. 40 Jahre später das Montag-Projekt, am 12. August 1983. Und
schauen wir mal, wie es 2023 ausschaut. Ist ja noch ein bisschen hin, genau. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach genau in diesem Zeitpunkt zwischen, sagen wir mal, 43 und 83, was ist denn da an Entwicklungen weitergegangen? Wie ist denn die Geschichte da weitergegangen? Die Geschichte dieser ganze Zeitriss wurde ja deswegen zwischen Philadelphia und Montauk geschaffen, von dieser Hintergrundmacht, um mit einer großen Anzahl von Schiffen in diese Raumzeit zu uns vorzudringen. Das heißt, das war ein großer Riss in der Raumzeit, durch den die hier reinkamen. Mhm. Ab dem Zeitpunkt ging es auch, was die UFO-Sichtungen betrifft, ging es drunter und drüber, möchte ich mal jetzt so sagen. Ne? Ja. Seit 83 ist dieser Riss wieder geschlossen, aber sie sind noch da oder waren noch da, ein Großteil. Seit 2003, das ist wieder eine andere Geschichte, sind die Negativen zumindest nicht mehr da. Mhm. Aber die Auswirkungen, die Einflüsse, die Auswirkungen dessen, was sie geschaffen haben, sind noch da. Ja. Sieht man, Stichwort neue Weltordnung, passt letzten Endes da auch wieder mit rein, genau. Weil diese Zusammenhänge sind einfach schlichtweg da und wer sich natürlich mit vielen Themen in diesem Bereich beschäftigt, der kriegt das auch mal die Verbindung natürlich auch dann dazu. Ja, genau. Gut, also ich sag mal, wir haben jetzt nochmal viel natürlich nochmal über das Experiment gesprochen. Du sagst, du möchtest das Buch eventuell nochmal neu auflegen. Kannst du uns vielleicht schon ein paar Sachen vielleicht noch schon verraten, wo du sagst, Mensch, das sind so ein paar Neuigkeiten, ja, die es jetzt zu diesem Thema gibt? Es ging mir vor allem darum, es geht mir bei der Neuauflage vor allem darum, die Sache weiterzuführen. Es war nämlich so, als das Buch erschien 2004, war ein ganz wichtiger Zeitpunkt, der damals noch in der Zukunft lag, der 12. August 2013. Das war dieses Zwischenhoch. Mhm. Aber die Zeitreisenden aus dem Montauk-Projekt haben übereinstimmend gesagt, dass sie ab diesem Punkt, ab dem 12. August 2013, keine greifbare Realität mehr feststellen konnten. Es war irgendwie eine Art Wand. Mhm. Und sie wissen nicht, was da passiert ist oder was nach dieser Wand ist. Und was ich auch damals im Buch schon geschrieben habe, ist, ich wusste damals auch nicht, was kommen wird. Mhm. Und bin davon ausgegangen, dass es eventuell die Wand auch nicht mehr da ist, durch das, dass das Montauk-Projekt 1983 zerstört wurde. Ja. Und ganz offensichtlich war es ja auch so, weil es war schon ein sehr interessanter Tag, der 12. August 2013, zu sehen, was passiert jetzt oder was passiert nicht. Es ist ja auch sehr interessant, dass es ähnlich gelagert ist wie das Ende des Maya-Kalenders oder des Zykluses. Und von daher gesehen war es interessant. Nur geht es jetzt darum, wie geht es jetzt weiter? Genau. Die Wand ist weg. Man kann die Wand als erledigt betrachten. Und was steht der Menschheit jetzt bevor? Also wir haben ja seit dieser Zeit einen Umbruch auf der ganzen Welt. Wir leben jetzt im völligen Umbruch, was vielleicht auch ganz gut ist. Ich gehe davon aus, dass den Hintergrund mich das Ganze etwas entgleitet zurzeit. Mhm. Und ja, da möchte ich ein bisschen mehr auch in der Neuauflage dann mit reinbringen. Ja. Ja. Vor 20 Jahren hätte sich das keiner ahnen können, in welchen Bereichen wir heute nachdenken dürfen, besprechen dürfen. Wir sitzen in einem TV-Studio und reden ganz öffentlich über solche Themen. Vor 20 Jahren völlig undenkbar. Ja. Also man weiß schon oder sieht ja auch, dass wirklich sehr, sehr viel passiert ist und die Zeitdichte nimmt auch immer mehr zu. Also die Beschleunigung ist offensichtlich auch da. Ja. Ja. Und das ist ganz gut, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, das ist ein interessantes Thema. Auch 60, 70 Jahre nach dem ersten Versuch ist es heute noch aktueller denn je. Mhm. Nicht abzumerken oder nicht auszudenken, was passiert, wenn man das einfach mal auch zum Guten einsetzen würde, solche Technologien. Ja, ja, oder? Genau. Ich würde einfach vorschlagen, okay, wir haben jetzt das ganze Thema, letzten Endes viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, was dir noch einfällt als Ergänzung vielleicht noch. Das Buch beginnt mit einem kurzen Ausschnitt aus der Johannes-Offenbarung, die Apokalypse, die bekannte Apokalypse, wo es heißt, vielleicht darf ich das noch ganz kurz zitieren. Ja, bitte, natürlich. Weil das doch sehr interessant ist. Wo es nämlich heißt, im Abschnitt 3,7 bis 3,8, an die Gemeinde in Philadelphia. Mhm. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann. Der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Das passt ja super zum Philadelphia-Experiment. Ja, absolut, oder? Ja. Absolut. Deswegen gehört es auch genau da rein. Ich denke auch ein ganz gutes Schlusswort.
Wir werden in der Folgesendung natürlich uns dann nochmal mit Montauk beschäftigen, wo es dann sowieso auch nochmal immer wieder natürlich Gemeinsamkeiten gibt, denn offensichtlich sind diese beiden Sachen eben völlig untrennbar miteinander verbunden, ja, ganz klar. Liebe Zuschauer, es war ein bisschen spannendes Thema und sicherlich auch nicht so ohne weiteres zu verstehen. Ich würde jedem empfehlen, es gibt auch auf YouTube einige Online-Videos, auch von dir gibt es ein paar Sachen, wo man sich das nochmal ins Detail anschauen kann. Auch die Bücher sind selbstverständlich über einen Osiris-Verlag zu bekommen. Sobald sie wieder aufgelegt sind. Sobald sie wieder da sind, genau. Und dort können Sie sich dann einfach nochmal in aller Ruhe mit diesem Thema informieren. Ich hoffe, Sie fanden es genauso spannend wie wir und wir sehen uns dann bestimmt auch bald wieder zum nächsten Interview zum Thema Montauk. Okay. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.